Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Callisto Protocol. Wir haben die Pumpgun gefunden im letzten Part und ich würde sagen, jetzt geht's erst so richtig los mit der neuen Waffe. Wir müssen den Kontrollraum finden, um damit unserer Feindin / Verbündeten einen Weg nach draußen zu finden. Die Frage ist halt wirklich, ist sie wirklich eine Verbündete oder tut sie nur so? Das ist halt die ganz große und entscheidende Frage. Nutze den Code, um das Tor zu öffnen. Aha. Oh, guck mal, hier kannst du noch mal reinhauen. Sehr gut. Bisschen Leben, Protocols. Okay. Danke dafür. Wo kann ich da... Ach so. Verdammt! Ich gehe rüber in den anderen Raum. Ich sag Bescheid, wenn ich bereit bin. Ja, ich höre sie immer noch nicht. Okay. Ich höre im Funkgerät weiterhin nichts. Ich kann nicht schon wieder... Nein, du musst hier nichts reinjagen. Wie kann ich denn schon wieder die Waffe schnell wechseln? Ach, ich weiß es nicht. Steuerung wieder komplett vergessen. Perfekt. Der Reforge bringt mir hoffentlich ein bisschen was. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Ich habe nichts zum Verkaufen. Scheiße. Mehr mit 344 Credits kommst du wahrscheinlich nicht weit. Rekonfiguriert Druck durch die Ergänzung eines vorderen Handgriffs, um Rückstoß zu verhindern. Für 300. Ja, können wir nehmen. Ist okay. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Wunderbare Sache. Dann können wir ja weitergehen. Mal gucken, was sonst noch so auf uns zukommt hier. Gibt's hier was zum Mitnehmen? Ne. Ich habe das Gefühl, da kommt was Großes wieder auf mich zu. Was sehr, sehr Großes und Hässliches. Oh boy. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Wir gehen raus. Zurück in die Wildnis sozusagen. Okay. Guck mal hier. Munition. Für die Schrotflinte. Sehr geil. So, sollen sie nur kommen, die Gegner. Hä? Schon wieder? Ja, okay. Gehen wir halt hier auch noch rein. Warten, bis das hier fertig gemacht hat. Ich zück mal die Waffe. Ich glaube, die brauche ich. Na komm. Wann kommen denn die Gegner wieder? Hä? Was? Oh boy. Okay. Da haben wir doch die Gegner. Effekt.
Komm, ausweichen, ja. Ja, das war nicht so gut. Oh, jetzt spuckt er noch das Zeug da raus. Drei Schüsse verbraucht für das Ding. Ha. Huh. Nachladen. Dann nimm mal die Skunk-Flinte. Die hat ein bisschen mehr Munition. Und wo soll ich denn jetzt durch? Ah, das ist ein Fahrstuhl. Ja, was kommt jetzt wohl? Wenigstens kein Empfangskomitee wie im Fahrstuhl. Ja, doch, da sind sie schon. Perfekt. Zück die Waffe. Kann er nicht, wenn er sich bückt, okay. Ich muss durch diese Okay, hier kann ich nicht durch. Das ist schade. Das klingt ja super. Ah, die sind gefangen. Okay. Dann ist er gut, Kappa. Entsperre den Wachraum mit einer Sicherung. Ja. Und die finde ich sicher hier, wo all diese Infizierten sind. Natürlich. Hau dir mal einen Gesundheitsinjektor noch rein. Das brauche ich. Danke. Okay. Kann ich hier hoch? Ja, ich kann hier hochklettern. Sehr gut. Torsicherung. Wunderbar. Dann hau rein das Zeug. Und jetzt kommen sie dann wahrscheinlich, oder? Nee, hier ist noch keiner. Sonst gibt es nichts zu mitnehmen. Okay. Hab's. Sicher? Dann gehen wir wieder hier außen rum. Da müsste jetzt diese Türen hier offen sein. So ist es. Okay, zück die Waffe. Immer wichtig. Vielleicht ist hier noch ein bisschen was. Soll ich seine Tür öffnen? Gesundheitsgel, sehr gut. Kann ich nicht, okay. Oh, fuck. Was ist da? Was ist mit ihm? Ist er tot oder steckt er fest? Da reingekommen. Makelloser Energieumwandler. Sehr gut. Ah ne, der ist tot. Ja, dann schlitz ihm den Hals auf. Hm. Ja. Und jetzt kommen sie. Oder? Holy shit. Geh rein da. Da ist noch so ein Ding. Ein paar Credits, gut. Wo ist er? Shit. Mach mal das Inventar auf. Habe ich keine Batterie mehr? Shit. Okay. Dann muss ich so machen. Der versteckt sich da hinten. Na komm. Ist er tot? Jawohl.
Oh mein Gott. Kann ich den nicht ranziehen? Ach, come on. Was soll das denn? Komm, hau drauf, das Zeug, Sir. Ja, ich muss nachladen. Aber ich bin tot. Okay. Ja, ich muss ein bisschen sorgfältiger mit der Munition sein, ha? So, das... Ah, jetzt muss ich den jedes Mal wieder aufschlitzen da. Wie sind die da reingekommen? Vielleicht mal noch gucken, ob hier irgendwo eine Batterie ist, die ich benutzen könnte. Muss mich umsehen. Ja, ich weiß ja, wo der Code ist. Ich will nur schauen, ob ich irgendwie noch an irgendwas rankomme, also eine Batterie oder so, damit ich meinen Handschuh mehr benutzen kann. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, kannst ihn aufschlitzen. Okay. Geh direkt mal da nach hinten. Da müsste der Erste kommen, genau. Perfekt. Ja, super, wie der mich schon fertig macht hier. Okay. Wo ist der andere? Schnauze da. Ja, und nachladen. Bisschen Leben, das ist super. Da sind noch zwei von diesen Spinnendingern. Fuck. Verpiss dich, Junge. Okay, der ist tot. Hau dir noch schnell eine Injektion rein, bevor die anderen kommen. Perfekt. Fuck. Hab mich erwischt. Du mutierst dich hier sicher nicht. Nee, nee. Und jetzt hat's gespeichert. Alle tot. Dann gehen wir sie mal plündern. Komm, nimm mal die Schrotflinte hier. Hab ja genug Munition jetzt. Ja, mehr als genug, würde ich behaupten. Das ist ordentliche Munition, die ich hier habe. Okay, dann haben wir den noch. Gesundheitsinjektor, finde ich klasse. Und den Rest gibt es dann... Ah, noch mehr Munition. Und dann müsste es hier... Das müsste ich doch hier aktivieren können, oder nicht? Hä? Wo muss ich denn hin? Hier oben? Ah, es hat sich automatisch aufgeschlossen. Okay. Gut. Ich hab's in den zweiten Kontrollraum geschafft. Nutze den Code, um das Tor zu öffnen. Ja, dann let's go. In 3, 2, 1. Ja, passiert was, oder? Ich wende die Raupe, wir treffen uns draußen. Finde Danny auf dem Vorplatz. Ich glaube nicht, dass wir uns auf dem Vorplatz treffen werden. I doubt it. Naja. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United. Okay, dann kann ich hier den Energieumwandler verkaufen und mehr nicht. Den Rest brauche ich. Dann würde ich doch sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.